Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Season. Heute habe ich tatsächlich jemanden dabei, und zwar nicht nur einfach nur Doraemon, sondern Kami, die mich als zweiter Gastcharakter hier begleitet. Denn wir wollten ja, habe ich euch ja versprochen, oder ich habe es zumindest gesagt, dass wir zumindest einmal, mindestens einmal den Zwei-Spieler-Modus ausprobieren. Es kann sein, dass jetzt ein Event stattfindet, wenn wir reingehen, weil wir haben in diesem Tag jetzt schon, glaube ich, alles erledigt. Meine Energie ist sowieso erschöpft. Wobei, ich könnte doch schlafen gehen, dann könntest du mir helfen, in der Mine zu arbeiten. Okay. Du kannst ruhig ein bisschen sich schüchtern. Dabei hat sie in Pokécross schon, wie hieß, Moon gesprochen. So, du kennst dich hier noch nicht in Doraemon und in dem Spiel aus, ne? Nein. Na gut, dann komm mal mit. Wir müssen erst in die Mine. Ich brauche einen Rubin. Ein Rubin für, ich glaube, das war die Spitzhacke, um sie zu verbessern. Und ich glaube, ohne Rubin komme ich da nicht ganz runter. Einfach mir folgen. Okay. Du musst ein bisschen näher ans Mikro, wenn du schon so leise bist. Das musst du dir angewöhnen. Dann wird sie erfolgreich hier Let's Playerin. Was macht die denn hier? So, ne? Hier gab es dann so eine Zivilisation. Hatte sie Medizintechnik, die uns überlegen war? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt theoretisch auch mir die Lokomotive auf den Kopf setzen und dann würde ich dir vorausrennen. Aber ich bin gerade mal vorsichtig. Du kennst dich ja noch nicht aus. Ich hätte nicht erwartet, dass heute was passiert, aber egal. Was ich wohl heute ausgrabe, ich kann es kaum abwarten. Die Arbeit ist aber echt anstrengend. Ich wünschte, ich hätte etwas, womit es schneller ginge. Oh, ist das... Das ist Ghidorie. Ghidorie? Es ist Ghidorie, ja. Sieht aus, als liefen wir uns wieder über den Weg. Ich will mich aber nicht wieder streiten. Was mache ich nur? Doraemon ist auch nicht hier. Guck mal, was die Katze angeschleppt hat. Hi, Nobita. Hi, Gian. Was stehst du hier herum? Hast du nichts im Bergwerk zu erledigen? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich habe ich da was vor. Das ist alles passiert. Da fällt es mir schwer, in die Minen zu gehen. Mensch, das ist nicht fair. Wie war das? Ich sag, das ist nicht fair. Das ist keine Art, einen zu behandeln, der nur helfen wollte. Keine Sorge, Nobita. Gian hält dir den Rücken frei. Es wird ihm leid tun. Warte, Gian. Ich will mich nicht an ihm rächen. Gian! Oi! Oh nein, jetzt gibt's Kloppe. Hey, bist du dieser Ghidorie? Wer will das wissen? Gian, mein Name. Ich habe gehört, du hast meinen Kumpel Nobita geschlagen, obwohl er bloß nett sein wollte. Man darf ja nicht vergessen, die sind alle 12 oder so, ne? Jemand müsste dir Manier beibringen. Gian, warte, ich habe nie gesagt, dass er mich geschlagen hat. Oh, du hast dich bei ihm ausgeheult? Dachte, du wärst nicht so ein Weichei. So wollte ich das nicht. Hey, immerhin siehst du aus, als wärst du ein besserer Kampfgegner. Aber ich grabe hier jeden Tag und meine Muckis können es bestätigen. Es wird dir noch leid tun, dich mit mir angelegt zu haben. Oh, echt, ganz schön eingebildet für so einen Knirps. Lass mal sehen. Und du bist einfach nur ein großer Blödmann mit noch größerer Klappe. Oh, dafür wirst du bezahlen. Los geht's, Großer. Zeig, was du drauf hast. Hoppla, hört auf, ihr zwei. Oh, was? Das reicht. Nicht schlecht für einen Knirps. Kein Gegner für mich, aber immerhin. Immer noch kein Gegner für mich, aber nee, gar nicht so übel. Also okay, kannst aufstehen? Bist du verletzt? Alles gut, keine Sorge. Hey, Großer. Willst du eine Wiederholung, Knirps? Du bist zäh, ich habe alles gegeben, aber ich konnte dich nicht besiegen. Gian ist halt der amtierende Champion unter uns Freunden. Ja, wusste ich, du siehst sehr stark aus. Sag mal, Gian heißt du. Verrat mir das Geheimnis deiner Kraft. Ich will von dir lernen. Ich will dein Lehrling sein. Ich denke, viel essen, ne? Sein Lehrling? Mein Lehrling? Ja. Ich will stark sein. So stark wie du. Bitte, bring es mir bei. Was wirst du tun, Gian? Ich würde einen Lehrling haben. Gian? Ah, ich mag den Jungen, aber ab heute bist du mein Schüler Nummer 1. Gian! Hurra! Also dann, deine erste Aufgabe lautet... Ghidorie, als mein Lehrling musst du nett zu all meinen Freunden sein. Ihr beiden müsst euch einfach nur wieder vertragen. Jawohl, Meister. Nobita, tut mir leid fürs Schubsen. Hat sicher wehgetan. Mir tut es auch leid, ich hätte nicht so ausrasten sollen. Jetzt sind wir quitt.
Yep. Los. Super, da das erledigt ist, kannst du nur mit uns zusammen mit uns mitkommen, Gidori. Ich werde dich meinen Freunden vorstellen, als mein Lehrling natürlich. Los! Los geht's! Die zieht auch bei uns ein. Die ziehen hier alle so irgendwie nacheinander immer bei uns ein. Ins Gebäude. Oh, das ist Gidoris Haus. Du lebst hier? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ich doch. Julian, meinst du nicht auch, dass Gidori lieber in die Schmiede ziehen sollte? Ja, das wäre viel besser. In einem echten Haus wohnen wäre schon toll, aber ich will nicht bei Gokmi und Gida leben. Ich bin zwar dein Lehrling, aber ich gebe nicht nach. Egal, was du sagst. Aber es muss doch etwas Besseres geben, wo du wohnen kannst. Als der Meister kann ich dich hier nicht wohnen lassen. Du könntest doch bei uns wohnen. Bei euch? Julian kümmert sich um dich nicht, wahr? Das ist eine gute Idee. Außerdem würde Lumis Würde sich auch freuen, dich da zu haben. Oh meine Güte. Ja, manchmal ist da irgendwie, keine Ahnung, für Tria drin oder so. Was hat denn Lumis damit zu tun? Weißt du nicht mehr? Er wollte, dass wir die Farm übernehmen und den Traum seines Vaters erfüllen. Wenn Gidori einzieht, sind wir näher am Ziel. Je mehr, desto lustiger, oder? Du hast doch nicht unser Versprechen an Lumis vergessen. Ich? Ach was, niemals, Nubita. Dann wäre das ja geklärt. Du bist mehr als willkommen bei uns, Gidori. Aber... Wirklich, wir würden uns freuen. Natürlich nur, wenn du es auch willst. Ja, tja, wenn ihr drauf besteht, kann ich nicht nein sagen. Okay, ich ziehe bei euch ein. Super. Alles klar, du bist also offiziell eingeladen. Nicht nur als mein Lehrling, sondern als Freund. Los geht's, Leute. Ja. Es tut mir leid, dass wir direkt am Anfang in so eine lange Cutscene reingeraten sind. Passiert. Jetzt werden wir wahrscheinlich irgendwo wieder abgesetzt. Wo sind wir hier gerade? Ach, hier. Außerdem, dass wir direkt sehen, wer Player 1 und Player 2 ist, ne? Der Feind von gestern ist der Freund von heute, nicht wahr? Mit Sicherheit. So, okay. Einfach mitkommen. Wir haben ein bisschen Minenarbeit vor. Ich weiß nicht, ob du alle Items so von dir aus hast. Also ich weiß nicht, wie es im zweiten Player-Modus abgeht. Das müssen wir mal schauen. Weil ein eigenes Rad hast du ja nicht. Du hast kein eigenes Menü, glaube ich. Drück mal X. X ist oben. Nein. Wenn ich X drücke, kann ich ja ins Menü. Du nicht. Okay. Also schau mal. Es wäre ja sinnlos, wenn du einfach nur nebenbei herumlaufen würdest. Na, es sind ja zwei Dinger da unten angezeigt. Drück mal Y. Nö. Du kannst nichts machen? Wie nein? Ich dachte, du kannst der Farm helfen. Nee. Ach, du hast dann. Da hast du! Okay, links! Ja, aber ich kann trotzdem nichts. Doch, doch, du kannst. Moment. Wechseln wir auf die Spitzhacke jetzt. Huh? Ah, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe das linke. Rad nicht gefunden. Ich gesagt, von wegen, da sind zwei Dinge angezeigt. Aber ich hab nicht drauf geachtet. Ich war abgelenkt von Gidori da. Der, nee. Ja. Ich kann auch Sachen einsammeln. Aber wenn du X drückst, hast du kein Menü, oder was? Nein. Warte mal, lass mal kurz gucken. Ich habe jetzt hier 7 Bronze, Kupfer, 5 Bausteine und 2 Metallrest. Sammeln wir was ein. Da musst du zweimal raufhauen. Und Metallrest? 3. Okay, es kommt alles ins mein Menü. Du kannst auch gleich mit, wenn du gedrückt hältst, aufladen. Wenn wir dieselbe Spitzhacke haben. Weil wir brauchen Rubin. Und ohne Rubin, weiter runter. Hing er noch in der Animation fest. Und ohne Rubin funktioniert. Das Spiel hat übrigens eine Online-Anbindung. Flaschenpost kann man versenden. Und was bringt das? Bekommst Items oder so. Ich hab einen Fisch gekriegt. Der war ein bisschen seltener als andere. Und mehr wert. Oh Gott, meine Ausdauer. Ziehst du auch meine Ausdauer ab? Du klaust meine Ausdauer. Sieht so aus. Ja, dann müssen wir nochmal raus. Ich hab leider noch kein Essen. Wir teilen uns aus. Ich wundere mich schon, warum mein Ausdauer schon so weg ist. Ja, hier drin kann man leider nicht schlafen. Ich mach mal. Oh ja, ist schon spät. 18 Uhr, wir können nicht mehr schlafen. Nach Hause. Es kann sein, dass wenn wir ins Gebäude reingehen, dass da auch ein Event stattfindet. Mal ich darauf gefasst. Weil Gidori ja jetzt eingezogen ist. Kurz mal gucken.
Hier ist eine Wespe. Eine Biene. Würde ich noch gerne einfangen. Weil ist ja nur geht ja nur ein Frühling. Und ein Dings ist gerade im Bau. So, hier, wenn du hier runterkommst, wenn du das Spiel später auch mal spielst, privat, und nicht in der Aufnahme wie ich, dann musst du darauf achten, dass wenn du hier von oben runterkommst, dass da hier manchmal ein Tier ist, was wegläuft. Mal langsam runter, weil man sieht es halt nicht, ne? Sonst. Kommst gerade ins Bild und dann ist das Tier einfach weg. Du findest uns doch zurecht. Du läufst dich selber gerade, oder? Ach so, erstmal. Guten Tag. Nee, nix. Ist okay. Gut. Dann packe ich mal kurz mal die Sachen weg. Ich habe schon ein paar Bienen gesammelt hier. Da, siehst du. Gut, warte mal. Gehen wir mal rein und kann mal... Ich weiß nicht, was für ein Event stattfindet. Irgendwas war da. Lässt mich durch? Nö. Ja, es passiert was. Du hörst es an der Musik, wenn die so stoppt. Ich bin verhungern. Ist das Abendessen bald fertig? Arbeit regt den Appetit an. Ich habe auch ziemlich Hunger. Analysiere Begriff Hunger kann ich nicht verarbeitet werden. Anscheinend benötige ich keine Nahrung. Oh, es wäre aber schlimm, wenn du mit uns essen könntest. Nobita, kannst du mal kurz herkommen? Wie auch immer, essen wir endlich. Oliver hat mich heute bei seinen Entwürfen von neuen Möbel helfen lassen. Oh, und wie war's? Naja, zuerst hatte Bella einen Lachanfall und dann hat sie gefragt, warum mein Stuhl nur zwei Beine hat. Wie soll man denn auf einem Stuhl nur zwei Beine sitzen? Klappe, du musst mich nicht auch auslachen, kapiert? Es ist so dämlich, teilweise die Dialoge. Hast du mich gerufen, Shizuka? Ja, das Essen ist fertig, also wollte ich fragen, ob du hilfst, es zu Tisch zu tragen. Meine bisher beste Mahlzeit. Beschwert euch nicht, wenn ihr danach nie wieder etwas anderes essen wollt. Hä, du hast gekocht? Warum hast du nicht einfach eine unserer Apparate benutzt? Mir macht es nichts aus, dass es keine Suppe gibt. Ich mag Shizukas Reis eh lieber. Wenn du ein Problem damit hast, musst du ja nichts davon essen. Entschuldige, natürlich werde ich es probieren. Was soll ich nochmal raustragen? Hier, nimm das, aber sei vorsichtig, es ist heiß. Okay, ganz vorsichtig. Tut mir leid, dass ich vorhin gelacht habe, aber du musst zugeben, die Vorstellung, dass Stian singt, ist... Talent? Ich schätze, ich bin ein ganz guter Sänger. Du, ein Sänger? Was sagst du? Ja, gar nichts. Ich dachte nur gerade, dass du Sänger sein solltest, statt bei Bell und Oliver zu arbeiten. Ach ja, wenn du findest, dass ich so gut bin, bringt mich das gleich in Stimmung für ein kleines Ständchen. Oh nein. Danke für die Ermutigung, Sonio. Ich werde ein Lied nur für dich singen. Ich nötig, ich glaub's dir auch so, wirklich. Hey, Sonio, wo willst du hin? Hör auf, hier rumzurennen. Ihr werdet wieder jemand wehtun. Oh nein, die Suppe. Oh Gott. Was gehört? Das hat gescheppert. Oh nein. Wo wollt ihr denn übrigens damit hin? Das steht da. Sonio, Gian, seht euch da an, was ihr getan habt. Ihr habt die Suppe verschüttet. Oh, tut uns leid, das war wohl unsere Schuld. Es tut dir gar nicht wirklich leid, oder? Hm, wo genau ist denn die Suppe? Hm, wo ist denn nur die Suppe? Die Suppe ist auf dem Roboterkopf. Pip, alles in Ordnung? Pip? Es tut mir so leid, bist du okay? Sie hat dich nicht verbrüht, oder? Als Maschine kann ich nicht verbrüht werden, sei unbesorgt, aber die Suppe ist ruiniert. Ihr habt die Suppe auf Pip geschüttet? Er ist doch nicht verletzt, oder? Er sagt, er kann nicht verletzt werden, weil er ein Roboter ist, aber wir sollten ihn trotzdem säubern. Okay, bist wieder sauber. Danke, Shizuka und Nobita. Keine Sorge, Pip. Mann, war das eine Schweinerei. Nur weil Sonia und Gian wieder mal rumgeblödelt haben. Entschuldige euch sofort. Ich habe nur versucht, Gian vom Singen abzuhalten. Außerdem ist das wohl eher passiert, weil Nobita so ein Tollpatsch ist. Sieh mich nicht so an, Sonio ist doch der unbedingt wegrennen musste, als ich singen wollte. Es tut euch beiden nicht mal leid, oder? Also wirklich. Ihr beiden lernt das nie. Das ist... Aber...
Pippi, du könntest ruhig wütend sein. Du bist nicht verletzt, aber die Suppe hat dich voll erwischt. Ein bisschen wütend analysiere. Das Gefühl, Wut gehört nicht zu meinen Funktionen. Ich wurde nicht beschädigt. Sei unbesorgt. Siehst du, er ist nicht wütend. Und es war nicht nur meine Schuld. Wir sind nächstes Mal vorsichtiger. Genau, er ist nicht wütend. Also ist alles okay. Aber ich verhungere hier schon. Lass uns endlich essen. Ihr beide müsst euch trotzdem entschuldigen, sonst bekommt ihr kein Essen. Pip, geht es dir wirklich gut? Leider scheint es den beiden kein bisschen leid zu tun. Logikfehler. Sunny und Jian haben bereits zugestimmt, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Ein zweiter Scan hat bestätigt, dass ich unbeschädigt bin. Bitte seid unbesorgt. Pip sagt, es geht ihm gut, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an. Nee. Na, noch ein Event? Komm. Welche Gemüsesorten mögt ihr? Wir können sie alle anpflanzen. Nein, ist okay. So, ich muss mal kurz mit den Leuten hier reden, damit ich die Herzen auch höher treibe. Warte mal, kann ich dich, Moment, das muss man mit der Fotokamera einkleiden. Ich kleide dich mal ein. Was möchtest du? Natura-Gewand wie im ersten Teil oder Farmarbeit-Gewand jetzt wie im zweiten Teil? Das im zweiten Teil. Okay. Ja, stell dir vor, das passiert, dass diese Videosequenz musst du jedes Mal mit jedem Charakter angucken, wenn du es alle umziehst. Oha. Ich weiß auch nicht. Die haben viele Verbesserungen hier in dem Spiel gemacht, wie zum ersten Teil. Aber es ist halt manche Sachen sind halt so nervig noch. Ja, da kann man, das sind Aquarien, Terrarien und, ja. Und das kann man sich nochmal Events angucken oder so. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Dann gibt es hier noch so eine Liste, wie immer, Bücherei. Du hast übrigens auch, guck mal, was auch ganz schön ist. Ja, Kassenbuch. Aber du kannst dir zum Beispiel in der Galerie alle Bilder nochmal angucken, die je im Spiel vorkamen. Also, da sind einige. Und alle Fische und so weiter. Aber jetzt ist es schon spät, wir müssen schlafen. Schlafen hört sich gut an. Ist lustig. Geh mal nochmal runter. In den ersten Stock. Das ist ja nur lustig gemacht. Das sieht man ja auch nicht, wenn man alleine spielt, dass man oben und unten sieht. Mhm. Und jetzt bist du weg. Weil ich ja genau da unterstehe. Das ist cool. Na gut. Ja, bisschen was verkauft. Alles gut. So, jetzt kommt wieder ein Event, ne? Lass mich raten. Oder wird nur gegessen? Ne, wird nur gegessen. Wird immer voller hier. Okay, das ist in diesem Quest, der kommt. Na gut. Dann. Ah, oh, Mann. Ich wollte auf der Farm arbeiten. Jetzt kommt wieder der nächste. Yes. Da hast du ihn, ein Bienenstock, genau wie versprochen. Danke, aber wie benutze ich ihn? Fang eine Biene, setze sie hinein und nach 2 Tagen gibt sie ihr täglich Honig. Klingt ganz einfach. Die Honigbiene fliegt irgendwann weg, also musst du eine neue fangen. Du wirst es herausfinden, wenn es soweit ist. Versuch es doch mal. Okidoki. Ein Haus für Honigbienen. Hier produzieren die Bienen ihr Honig. Kann auf der Farm platziert werden. Platziere eine Biene, die du gefangen hast, in einem Bienenstock. Nach 2 Tagen hast du sie darin eingerichtet und produziert einmal pro Tag Honig. Wenn sie eine bestimmte Menge an Honig produziert hat, verlässt die Biene den Bienenstock. Dann musst du eine neue Biene einfangen. Ja. Genug. Ja, eben. Aber so funktioniert das mit dem Bienchen und dem Blümchen nicht, ne? Nein, definitiv nicht. Da muss ja am besten. Ich würde es gut finden, wenn man halt für Honig das Bienen bleiben, aber man halt immer für ordentlich Blumen sorgen müsste. Das wär's, oder? Jo. So. Du kannst hier unten mit anfangen, mit gießen. Ich habe mir gedacht, so, weil hier ja die Tierstelle hinkommen. Du kannst übrigens auch aufladen. Bis zu 3. Nur aktuell. Ja, ich bin noch im Frühling, in meinem ersten. Du hast wahrscheinlich in 2 Tagen hast du wahrscheinlich mich schon überholt. Aber als Let's Play dauert es immer so lange, so solche Farming-Spiele. Da ist man nicht immer der Schnellste. Du brauchst übrigens auch mein Wasser, ne? Ja. Wow. Ja gut, dafür geht's schneller, ne, zu zweit.
Na gut. Ich glaube, das war's jetzt. Bäume müssen nicht gegossen werden. Nicht? Nee. Dann nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ah, habe ich mit dem schon gesprochen? Nee, jetzt. Ich kann dir mal was zeigen. Und zwar hier in der Aufgabenliste. Das sind jetzt nur Freundessachen. Aber wichtig sind halt die Sachen für Story. Das heißt, dass ich mich noch Pip mit Luana, Ghidorah und Ibo noch weiter anfreunden muss. Okay. Das ist halt Story. Das hier sind alles nur Freunde. Mit Quest-Details. Freundlich besser mit der Oma Bosskopf an. Und dann zum Burgplatz gehen. Und dann haben wir hier noch. Dann gibt es noch Anfragen. Und das sind die Herzen, ja. Ibo ist der Typ im Wald. Der mit dem Selleriekopf. Sellerie? Ja, nee, nicht Sellerie. Halt Blumenkohlkopf. Da hat diese weißen Haare da. Luana ist ein Pinguin und Pip. Und das sind alles sonst die Bewohner, die hier überall rumlaufen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier so langsam aber sicher die Farm so anfangs fertiges machen. Weil ich weiß noch nicht genau wie. Hier wollte ich Felder machen. Blumenfelder. Und da oben wollte ich. Du musst das mit einem Stein wegmachen. Kannst du nicht aufsammeln. Du spielst gerade nur mit dem normalen Story of Seasons, ne? Deswegen bist du das wahrscheinlich so gewohnt. Ja, ich kann Steine aufsammeln in meinem Spiel. Ja, hier musst du die erstmal voll kloppen, damit sie größer und quadratisch werden. Bescheuert. Dann sammelt er das nicht mal automatisch. Bitteschön. Ein. Kannst du die größeren schon kaputt machen, oder? Ja, ich kann alles schon kaputt machen, das dauert zu, kostet zu viel Energie. Und ich muss eigentlich noch einkaufen. Ich brauche Holz. Ich muss einen Pferdestall haben. Und was ich auch nochmal jetzt machen könnte, weil ich ja jetzt ein Honigdings habe. Ich tue es mal kurz mal raus, eine Biene reinlegen. Ich verbrauche erstmal die Albenherzbiene da. Wo ist es denn? Ach, guten Tag. So vereinzelt, das sieht voll armselig aus. Einfach anspringen. Dann wird automatisch wieder reingemacht. Ach, guck mal. Das ist quasi eine Bienenkönigin, die mehr anlockt. Ja. So, die andere Bienen tue ich mal wieder zurück. Brauche ich ja aktuell nicht. Gut. Ich habe mir gedacht, ich will hier unten hier Blumenbeete haben. Hier. Die im Sommer sind. Oder hier an dem Zaun entlang. Ich weiß nicht, wie das, was am schönsten ist. Sonnenblumen. Wenn das wir hier gibt. Und hier oben dann die normalen Beete. Ich wollte eigentlich auch nur alles einzäunen, ne? Die stehen hier nur als Deko. Das sind jetzt nur Elemente. Die kann man auch verschieben. Also die werde ich auch mal irgendwo anders hinbauen. Ja. Das bist du! Gut, dann, Moment. Ich denke. Ich habe keine Rezepte zum Kochen. Ich gehe mal kurz mal gucken, ob die Läden offen haben. Imbiss 10 bis 15 Uhr. Wenn ich da jetzt hingehe, findet wahrscheinlich ein Event statt, ne? Ich weiß es nicht. Egal. Müssen es riskieren. Noch ist ja nicht schlimm. Schlimm wird es erst, wenn es nach 30 Minuten. Wenn der Part eigentlich zu Ende gehen sollte, dann man aus Versehen in ein Event reinläuft. Dann ist es schlimm. Passiert. Ja. Auch heute ist ein Tag wieder. Wir wollten Steria helfen, Hausarbeit zu erledigen, aber wie sollen wir das eigentlich anstellen? Shizuka könnte ihr ja was in der Klinik zeigen, aber Rodi würde es bestimmt bemerken. Man will Rodi und Steria verkuppeln. Die beiden lieben sie einander, aber wissen es nicht. Hallo, Nobita. Oh, hey, Poppy. Worüber denkst du nach? Also. Oh, das ist so niedlich. Alles gleich, drück die Daumen. Steria verdient es, glücklich zu sein. Danke, das wird sie sicher freuen. Obwohl, man sollte meinen, die beiden hätten sich schon längst gefunden. Nun, zuerst möchte Steria Hausarbeit beherrschen. Es fällt ihr schwer, die Hilfe von den anderen zu akzeptieren. Aber wir wissen nicht genau, wie ich ihr das beibringen soll. Hausarbeiten? Also ich könnte ihr auf jeden Fall beibringen, wie man leckere Gerichte zubereitet. W-
Wirklich? Klar, und wenn wir Platz brauchen, kann ich Gerrit fragen, ob wir seine Küche benutzen können. Übrigens, ihr könnt auch gerne sofort vorbeikommen, falls der Rehe Zeit hat. Danke, Poppy. Ich gehe sie mal holen. Willkommen bei Poppys Kochkurs. Klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Tut mir leid, dass ich euch so viele Umstände mache. Ivo, Frau Doktor, ich liebe es, anderen das Kochen beizubringen. Los geht's, packen wir es an, Leute. Unser heutiges Gericht ist Curry. Zuerst schneiden wir das Gemüse. Viel Erfolg, Steria. Danke. Curry ist lecker. Oh ja. Autsch. Alles gut bei dir? Ich habe mich geschnitten. Das passiert mir auch manchmal. Kleben wir einfach Pflaster drauf. Du kannst aber gut schneiden. Es ist noch ganz. Ich habe das Messer frisch geschärft. Sie hat wohl noch nie zuvor so etwas machen müssen. Sicher, dass das funktionieren wird? Ich werde dafür sorgen, irgendwie. Okay, versuchen wir es nochmal. Entspannt und ruhig. So. Okay. Vielleicht diesmal. Schon besser? Und nun zum Kochen. Zuerst braten wir das kurze Gemüse an. Okay. Sie hat schon bis hierher etwa ewig gebraucht. Es ist nicht ihr Fehler. Ein Messer zum ersten Mal zu benutzen ist beängstigend. Es gibt viel zu tun, wenn man ein Rezept folgt. Kleiner Tipp, lass die Kartoffeln etwas Öl aufsaugen, damit sie nicht auseinanderfallen. Es ist heiß. Ja, im Ofen kann es wirklich heiß werden, besonders im Sommer. Das ist vielleicht das erste Mal, dass ich so lange im Stehen arbeite. Ich bin müde. Und nun lass mir alles vor sich hin brutzeln. Du schaffst das, Dr. Steria. Oh, es hört aber nicht so an. Mit der Musik. Ach du Heiliger, was ist das denn? Es ist fertig. Wer will's essen? Ich. Du willst, du probierst? Nein, ich verzichte. Oh nein, das muss wiederholt werden. Oh nein. Na, ich hab mein besser als Gians Kochkünste. Du hast doch das Rezept genau befolgt. Ich frag mich, wo es schief ging. Sorry, ich wusste, dass ich das nicht kann. Du musst ihn entschuldigen. Alle Anfang ist schwer. Wahrscheinlich anstatt Öl hat sie einfach hier Reiniger genommen oder so. Gift. Ach, ja. Also komm schon, noch ein Versuch. Gift, so wie das aussah. Nein, ich geb's auf. Es funktioniert nicht. Obwohl du mir jetzt jeden Schritt genau erklärt hast, habe ich es nicht geschafft. Ich kann nicht mal Gemüse schneiden. Ich bin einfach nicht gemacht dafür. Ich kann nur gut arbeiten. Es war ein Fehler zu denken, dass ich das könnte. Aber das ist nicht wahr. Steria. Danke, Shizuka, aber ich gehe wohl lieber in die Klinik zurück. Warte. Es tut mir leid, heute ist nicht so viel Zwei-Spieler-Gameplay, ne? Nope. Ey, Leute. Doraemon, halt sie auf. Hm, was? Lass mich durch. Was ist los? Wo fange ich nur an? Das dürfte die ganze Geschichte sein. Also Steria wurde lebendiger gekocht und gibt nun auf, weil das nicht so gut klappt. Weißt du was? Ich habe genau das Richtige für diese Situation. Wirklich? Was denn? Wo habe ich es gleich? Entscheidungspulver! Da steht aber Zement drauf. Das. Was ist das? Sie selbst. Steria? Ja. Denk dir, ich mach weiter, bis ich gut kochen kann. Trink das, während du das denkst. Warum? Du willst doch kochen können, das hilft. Es ist nichts Ungesundes, versprochen. Na los, wohl bekommst. Wirklich? Okay, wenn du meinst. Ich fühle mich unverändert. Versuch das mit dem Kochen noch einmal und das Entscheidungspulver wird seine Wirkung entfalten. Danke, Doraemon. Gut, versuchen wir es noch einmal. Kochen wir noch ein Curry. Okay. Ich wollte mir nur was zu essen holen, aber ihr seht beschäftigt aus. Aber komm ich später vorbei. Bis später, Nobita. Na klar, danke, Doraemon. Entscheidungspulver, hoffentlich funktioniert es. Fertig. Das sieht schon besser aus. Aber auch so ein bisschen lila, ne? Auch so leicht. Wie giftig. Kreativ.
Bin gespannt, was alles falsch ist. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Sogar dieser Apparat von Doraemon hat nichts gebracht. Ich gehe dann mal nach Hause. Dr. Steria! Was? Was ist das? Was passiert hier? Meine Beine bewegen sich von selbst. Was ist los? Das ist das Entscheidungspulver. Es zementiert einen Entschluss. Ach, deswegen steht Zement drauf. Bis man das Ziel erreicht hat. Es lässt dich nicht aufgeben, egal was passiert. Also stecke ich hier fest? Das habt ihr nie erwähnt. Keine Angst, Steria. Mach einfach weiter und du wirst bald Erfolg haben. Ich bleib die ganze Zeit an deiner Seite. Ich auch. Ich gehe nirgendwo hin, bis es hier geschafft ist. Ja. Siehst du, alle unterstützen dich. Gib nicht auf. Schön. Na gut, ich tue es für dich, Rudi. Schneide das Gemüse etwas kleiner. Alles soll mundgerecht sein. Je einfacher zu beißen, desto besser. Es ist etwas... Es fehlt noch etwas Gewürz. Verstehe. Fertig. Das sieht doch gut aus. Oh, das sieht gut aus. Auf jeden Fall. Wow, Steria, beeindruckend. Warte lieber ab. Auch wenn es gut aussehen könnte, es trotzdem übel schmecken. Und es riecht super, ein gutes Zeichen. Und los. Also? Lecker, das Gemüse hat die richtige Größe und der Geschmack ist perfekt. Und jetzt steht einfach random Ende. Weil sie gestorben sind. Ja, das ist fast so gut wie das Curry meiner Mama. Es schmeckt so gut. Nun sieh dir das an, du hast so viel an nur einen Tag gelernt. Ich sagte doch, du kannst es. Dankeschön. Vielleicht war ich gehemmt, weil ich so sehr davon überzeugt war, dass ich nicht kochen kann. Dabei ist Kochen so viel leichter als Arzt zu sein. Ich könnte niemals so viel studieren. Klar könntest du es, Nobita. Ja, vielleicht. Vor allem nachdem ich gesehen habe, wie Steria die Dinge heute gewuppt hat. Jetzt muss sie nur noch weitermachen und bald kann sie sich um sich selbst und alle anderen kümmern. Ich danke euch allen. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Und jetzt klingelt ein Wecker im Hintergrund, ne? Das ist kein Wecker, das ist das Telefon. Ich will dich hier wieder weg. Ich kann jetzt gerade nicht weg. Moment, Leute. So, da sind wir wieder. Ich denke mal, wir machen hier auch mal Schluss, weil es kommt hier Event nach Event. Wir werden hier genau hier exakt im nächsten Part weitermachen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da, wenn euch der Part gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.